Hi, gut ihr Leute, willkommen zurück auf der Hofbergbahn. Es müsste mittlerweile Dienstag sein. Also nicht so für ein Schnimmen, ne? Ich gehe mal von aus, dass Dienstag ist. Ich habe ja so weit vorher aufgenommen, mein lieber Freund, was ist das noch, ne? Bin mal gespannt, ich muss die Rade und die Stadtenbach hier auch noch. Eieiei. Na alle. So, da sind wir auf der Hofbergbahn. Ich fahre jetzt zum Feld 6 in Hoff, dass der mal demnächst ein bisschen Unkraut aufschlägt. Das müssen wir auch noch wegspritzen. Und wenn wir das gemacht haben, dann sind wir durch. Dann können wir die Nacht vorspulen, können dann beim Landhandel Zeug verkaufen und so weiter und so fort. Ich habe nochmal 50.000 Euro aufgenommen, eben. Wir hatten ja null Schulden. Durchdrehende Räder, das ist der Baum hundertprozentig. Kümmern wir uns gleich drum. So, zack. Hier müssen wir mit Sicherheit generieren. So. Vorgewinn rundherum. So, ja, klar. 2. Dann langt eigentlich eins. Erst die Feldreihe. Ja, generieren wir. Ja, 2 wäre ein bisschen heftig gewesen, ne? das ist dann F6. Spritzen 36 Meter. So. Das schiebt man gleich wieder. Er hat auch hier, wo es hier geht. F6. In der Ordner F6. Haben wir noch was? F6 in der Ordner F6. So. Moment, wir müssen erstmal den hier. Genau. Das ist soweit okay. Dann fährst du mal los, ne? Irgendwann. Du hast durchdrehende Räder. Ist das nicht der Baum, den ich gesagt habe? Siehst du mal. Ich könnte mal Pappenheimer. Der wird eventuell wird er voll. Dann brauchen wir nämlich den, den wir jetzt gekauft haben. Achtung, bleibst du mir da? Nein. 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 Yes. Ah, der ist blockiert, auch nicht schlecht. Entlasse. Zack. So, da ist er. Ne? Ein Dolly und ein großer Anhänger, weil da kommt jetzt einiges zusammen. Und wir können auf jeden Fall auf einen Schlag große Mengen verkaufen. Da geht der Preis nicht so schnell kaputt. Ich hoffe, dass der Dolly funktioniert. Weil ab und zu sieht es dann so aus, als ob der in der Luft hängt oder nicht. Ja, ja, bis hier. Ja, das geht. Wichtig ist, dass der Anhänger jetzt passt. Muss entladen, wenn es schon voll ist. Okay. Wenn du das sagst, kommen wir gleich. Dann kommen wir gleich. Und wie schaut's aus? Ja, geht, ne? Geht so. Geht so, gerade so. Das ist unserer jetzt. Wunderbar. Ich freue mich. Ich freue mich. So. Jedes Mal, wenn man hier in drückt, geht die Tür auf am Traktor. Also doof. So, also wird immer dunkler. Aber das ist jetzt die letzte Folge, wo es so dunkel ist. Dann kann man die getönte Scheibe noch dazu vom Waldra. Und dann wird die Nacht überhupft. Ja. Du brauchst ja schon einen große Schlippe, dass du den nachher voll den Berg hochkriegst, den Anhänger da. Ne? Guck, die Tür ist mir ein Schluck auf, ey, das gibt's gar nicht. Komisches Ding, du. So, Herr Drescher, wo bist du dann? Ganz dahin. Eieiei. Da müssen wir mal gucken, wie wir da jetzt hinkommen. Das ist echt zu dunkel hier drin. Hier geht's gerade noch so. Da, 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 da. Ah, 16 Stunden haben wir drauf auf dem Waldra. Ich habe aber Traktoren, die sind älter, auf andere Maps. Komm, dann fahren wir aus der Ding, ey. Wenn wir sehen, wo ich hin muss. Reicht gerade so. Mal gucken, dass wir jetzt bei Zeit wegfahren.
Sonst fällt er mir in der Anhänger rein, der Kollege hier. Der Kollege. So, dann können wir ohne Parke, weil der mit Sicherheit hier auf dem Agenda mehr voll wird. Wunderbar. Läuft. Ja, ich weiß, ihr habt alle eingeschlagen. So. Kann das sein, dass ich gerade Pflanzenschutz mache, ohne dass Pflanzen, dass das Unkraut da drauf ist? Ey, oh Mann. Müssen wir warten. Sind noch gar kein Unkraut drauf. Ei, ei, ei. So, aber der andere wird fertig. Der hier. Ich spule mal mit 15 vor. 15-fach. So, bist fertig, oder? Du bist fertig, hat's gehasst. So, siehst du. So, haben wir mal Feld 1. Feld 1. Düngen. Sehr schön. This is the rhythm of the night. Oh yeah. Ba 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 ba. Oh, wir haben schon einiges hier gepackt, ey. Muss ich ehrlich sagen, gut, wir haben auch schon die 300. Folge. Aber wir haben, gut, jetzt haben wir wieder frisch, aber das ist gleich abbezahlt. Wir haben eigentlich keine Schulden, genau nicht. Haben schon einige große Felder. Alles an Tieren, was es gibt. Das ist schon nicht verkehrt. So, der erste Punkt sieht aus, der da vorne ist. Dann schicke ich den jetzt mal dahin. So, hier haben wir auch noch nichts. Das wird wahrscheinlich voll, wenn wir die Nacht vorbei haben. Der hat auch noch ein bisschen Pause. Oder was? Müssen wir da was aufladen noch? Einladen? Machen, tun. Biogas. Oh, wir haben schon ein bisschen was Biogas, ne? Sehr, sehr gut. Wie sieht es aus mit dem Füllstand hier? Ah, ist noch gut dabei. So. Der kann auch hier stehen bleiben. Die Bremse funktioniert. Ich sehe da gerade was, was mich gerade tierisch annervt. Er hat wieder irgendwo was Falsches entdeckt und dann hat er aufgehört zu dreschen. Ey, das darf nicht wahr sein. Immer das komische Spiel mit den falschen Fruchtsorten hier auf dem Acker. So, wo hast du denn hier aufgehört, mein Freund? Sehr dunkel, ich weiß. Sehr, sehr dunkel. Ah, okay. Das war nur das Stück. Dann ist's ja gut. Warum auch immer. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was er sich da gedacht hat dabei. Mal gucken, ob er jetzt weitermacht. Das ist nämlich immer das Blöde. Ich weiß nicht, ob ich das auch schon festgestellt habe bei euch. Wenn, also das ist mein Verdacht, meine Vermutung, dass wenn da irgendwas anderes an Pflanzen auf dem Acker ist noch, und dann denkt er sich, oh, ich fange, tun wir jetzt lieber nicht weiter ernten, weil dann wird das vermischt. Und dann hört er auf und das ist ebsch. Ne? Das ist mein Eindruck, dass das daran liegt. Und das Problem ist dann, wenn du so einen Drescher mal ganz alleine lässt, eine ganze Folge lang, dann wird er wohl ein ganzes Acker abfahren, ohne dass er was mitnimmt. So, Feld 4. Feld 4, wir sind hier, einstellen und zwei Stellen.
So. Kommt endlich mal Unkraut raus irgendwo. Das wäre extremst angenehm. Aha. Ich muss mal ein bisschen schneller vorspulen. Also, kann sein, dass wir jetzt in der Folge die Nacht überspringen. 2000. Kommt nichts. Licht ist angegangen. Kommt nichts. Hier bekommt was. Was wir, aber hier kommt eine Wachstumsstufe. Boah. Mietkosten. Ja, ja, das ist bestimmt vom Dingenskirchens. Oh, Unkraut kommt. Anna kommt. Unkraut kommt. So, dann starten wir den wieder an. Erster Punkt. So, so können wir auch die Nacht überspringen, ne? Aber in der Mitte kommt kein Unkraut mehr. Warum auch immer. Keine Ahnung. Ist ja okay. Ist ja gut so. Oh. Jetzt müssen wir uns beeilen, sonst ist die Wachstumsstufe zu weit. Also müssen wir doch noch mal mit warten. Wir haben 5:30 morgens. Dämmerung. So, da war er schon. Egal. Lass er aber nochmal fahren. Ist ja nicht so schlimm. Wir ernten ja kräftig. Wunderbar. Der düngt auch noch kräftig, das funktioniert auch noch, jawohl. Nur hier müssen wir aufpassen, dass wir noch den Dünger unterbringen, ne? Der ist gleich fertig. Das ist okay so. So, hier können wir auf jeden Fall mal... hallo? Pumpe anwerfen, dann geht das nicht. Achso. Ich weiß warum, ich weiß warum. Weil irgendjemand, der ein bisschen aufpasst, der macht da immer den... einen Verschluss zu. So, so, so. Okay, das dauert noch ein bisschen. Ach gut. Ich schwöre, Leute, wir haben jetzt über 330 Folge hier gespielt. Das ist das erste Mal, dass ich den hier sehe. Grüß dich. Hä? Das ist hier unser Obstkontrolleur. Das kannst du haben, du. Oh. Also ich hätte auch ein bisschen Bammel. Das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht. Naja. So, du bist fertig, das freut mich. Dann fahren wir mal zum Feld Nummer 6. Wenn das gedüngt ist, dann spulen wir ins Helle. Das war, ne? Ich bin fast erschrocken, ey, oder, dass da einer auf dem Obstfeld rumrennt. Das wusste ich ehrlich gesagt. Wo ist der Weg? Hier ist der Weg. Wups. Wird wieder nichts heute. Die Folge ist wieder fast vorbei. Es wird echt wieder nichts heute mit neuer Tag, neues Glück. Ich kann auch nicht vorspulen auf 10 Uhr, weil, ne? Wegen Landhandel, weil noch nicht alles so fertig ist. Feldmäßig. Das ist kacke. Aber F6 düngen haben wir schon, weil das war, glaube ich, mal ein Auftrag von uns. Oder für uns. Da müsste eigentlich schon was da sein. Nein. Komisch. Das kommt aber jetzt. Ja, da reicht auch ein Vorgewinn. Wir machen erst die Feldreihen. Ja, ist doch gut. Lass mich das gerade noch zu Ende reden. Generiere Feldkurs. F6 düngen 24 Meter. Da kommt ein Traktor.
so. Ah, nee, nicht gut, nicht gut. Nur. Boah, das war fast knapp, ey. Oh ja. Da kann auch schon ein bisschen warten, bis wir die Gülle voll machen. Der Drescher ist wie voll? 55%. Können wir mit dem Anhänger auch später das Schweinefutter verkaufen, da kannst du auf Einschlag richtig Asche machen. Und ihr seht, je mehr Geld, mehr... Der Uwe, das ist so genial gemacht, guckt mal, mit Taschenlampe und den Bäumen. Coole Sache, echt. Gut, liebe Leute, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Leider wird nichts verkauft heute, aber das kommt noch. Ich wünsche euch einen schönen Tag, bleibt fit und gesund und wir hören uns dann. Macht's gut, tschüssi.